Nimm dir doch mal ein Beispiel. Das ist ein Satz, der manchmal gesagt wird und den wir nicht wirklich immer so ganz gerne hören. Oft wird er zu Kindern gesagt. Nimm dir doch mal ein Beispiel an der oder an dem. Und gemeint ist damit, man sollte doch das auch auf die Wege und zurechtbringen, was der oder die kann. Manchmal ist damit natürlich dieser Unterton verbunden, hey, streng dich mal ein bisschen mehr an, mach mal ein bisschen mehr, du kannst das doch sicher auch. Viele Eltern meinen es positiv. Sie möchten das Kind anspornen, anregen, sich nach mehr auszustrecken, einfach zu sagen, hey, du kannst viel, viel mehr, als du vielleicht denkst. Auch in der Bibel finden wir diesen Ausdruck, diesen Satz, ein Vorbild sein. Wir sollen ein Vorbild sein. Paulus schreibt zum Beispiel an den jungen Timotheus eine echte, herausfordernde Ermutigung, die lautet so: Sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Das waren starke Worte. Das war für den jungen Timotheus etwas, wo er sich wirklich hinausstrecken musste. Und es war ganz gewiss von Paulus nicht so gemeint, also du reichst noch nicht so ganz, wie du bist und jetzt streng dich mal an und du wirst schon, sondern Paulus hatte ihm das als Ziel gesetzt, dass er sich danach ausstrecken sollte. Er wollte ihm sagen, hey, da gibt es Menschen, die schauen auf dich, die schauen, wie du im Wort und im Wandel dein Leben gestaltest. Und das ist für uns genau die gleiche Herausforderung heute auch noch, dass wir ein Vorbild sein sollen, also Menschen an uns ablesen können und sollen, wie wir im Glauben wandeln. Und gleichermaßen sollen wir uns Vorbilder suchen. Vorbilder in der Bibel, so wie Paulus, so wie eben auch Timotheus, so wie die Männer und Frauen in der Bibel, die hinter Jesus hergegangen sind, die im Glauben dran geblieben sind, die Überwinder im Glauben wurden. Wir sollen sie zum Vorbild nehmen. Sogar Jesus soll uns zum Vorbild werden, so schreibt es Paulus. Jesus ist der, hinter dem wir hergehen, in dessen Fußspuren wir ja laufen. Und dort heißt es, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist das, wo wir uns ausstrecken, Vorbilder in unser Leben hineinzunehmen. Auf etwas zu schauen, was jemand ist, was jemand gesagt hat, was jemand über den Glauben spricht, im Glauben lebt, dass wir es in unser Leben quasi hineinnehmen, einbauen in unser Glaubensleben. Die Worte aus der Bibel sind nicht gedacht dazu, dass sie nette Worte sind, sondern sie sind dazu gedacht, uns anzuspornen, sie als Vorbild, als Beispiel in unser Leben aufzunehmen. Was mir außerhalb der Bibel noch als Vorbild oder als Beispiel dient, das sind zum Beispiel Biografien über Frauen und Männer Gottes. Wenn ich diese Biografien lese, dann vermitteln sie mir, das sind Menschen, die hinter Jesus her waren. Das sind Menschen, die im Glauben etwas gepackt haben, die haben sich entzünden lassen und sind im Glauben vorwärts gegangen. Und sie ermutigen mich, dass das, was diese Menschen mit Gott erlebt haben, was sie mit Gott vorangebracht haben in ihrem Leben, dass das auch in meinem Leben passieren kann. Außerdem hilft es mir, dass ich dankbar werde für das, was der Herr in meinem Leben bis jetzt getan hat. Und so möchte ich dich ermutigen, zum einen in deiner Freizeit vielleicht dich nach Biografien von Frauen und Männern Gottes auszustrecken, aber vor allen Dingen nach den Vorbildern des Glaubens in der Bibel Ausschau zu halten, zu lesen darüber und das, was sie sagen, das Leben im Wort, im Wandel, in der Keuschheit, in der Liebe, dass du das wirklich nimmst in dein Leben hinein und dass du dich da auf die Spur machst, auf den Weg kommst, diese Dinge in dein Leben hinein zu proklamieren, hinein zu beten, hinein zu sprechen, denn Gott hat mehr für dich.